Hast du beim Laufen jemals dieses stechende Gefühl an der Vorderseite deines Knies gespürt? Das sogenannte Patellaspitzensyndrom kann Läufer aus dem Tritt bringen und ist eine häufige Beschwerde bei Sportlern. Aber keine Sorge, heute zeigen wir dir, wie du mit Hilfe der Massagepistole dieses Problem nicht nur behandeln, sondern sogar vorbeugen kannst. Das Patellaspitzensyndrom betrifft vor allem die Kniescheibe. Die Region um die Kniescheibe drumherum, die Muskulatur in diesem Bereich, aber auch die Patellasehne, die zum Unterschenkel geht. Sie tritt auf, wenn durch Überbeanspruchung, falsche Lauftechnik oder schwache Muskulatur ungewöhnlich viel Druck auf das Kniegelenk bzw. die Kniescheibe ausgelöst wird. Die Schmerzen können so intensiv werden, dass Laufen und selbst das Treppensteigen zur Qual werden. Zu den häufigsten Ursachen gehören Überlastung durch wiederholte Belastung, unzureichende Dehnung oder eine plötzliche Steigerung der Trainingsintensität. Aber auch anatomische Faktoren wie eine Fehlstellung der Kniescheibe können eine Rolle spielen. Die typischen Symptome sind Schmerzen rund um die Kniescheibe drumherum. Meistens auch an der unteren Spitze der Kniescheibe oder an dem Sehnenübergang zum Unterschenkel. Die Schmerzen spürt man vor allen Dingen beim Bergablaufen, beim Knien oder beim Treppensteigen. Um das Problem vorzubeugen, kannst du deine Muskulatur kräftigen. Starke Hüft- und Beinmuskulatur kann helfen, das Knie zu stabilisieren und den Druck auf die Kniescheibe zu verringern. Zusätzlich sollte man sich vor dem Training ordentlich aufwärmen und regelmäßig dehnen. Ein gutes Aufwärmprogramm und regelmäßiges Dehnen der Beinmuskulatur sind essentiell, um Verletzungen vorzubeugen. Außerdem kann die Behandlung mit der Massagepistole zur Linderung der Schmerzen führen. Zum einen, weil die Durchblutung in dem Bereich gefördert wird und Verspannungen im betroffenen Muskel gelöst werden. Für die effektivste Behandlung sollte vor allem die Muskulatur um das Knie herum, wie der Quadrizeps und die Hamstrings, regelmäßig massiert werden. Die Intensität der Massage sollte schrittweise erhöht werden, um die Muskulatur nicht zu überreizen. Nutze die Massagepistole regelmäßig, besonders nach dem Laufen oder anderen belastenden Aktivitäten, um die Muskulatur zu entspannen und die Regeneration zu fördern. Für die Behandlung vom Patellaspitzensyndrom starte ich mit dem Quadrizeps. Dazu kann ich sowohl die Ortogan Go nehmen, als auch die Ortogan selbst. Beides ideal dafür, weil es eine große Muskelgruppe ist. Ich starte mit einem breiten, großen Aufsatz und einer niedrigen Frequenz. Dabei massiere ich den kompletten Muskel von oben bis unten aus mit einem angenehmen Druck. Wenn ich das gut aushalten kann, erhöhe ich den Druck und fahre immer von oben nach unten und dann wieder zurück. Ich massiere den kompletten Muskel aus und stoppe so ca. 2-3 cm oberhalb der Kniescheibe mit der Massage und arbeite mich dann so durch. Auf der Innenseite kann ich etwas näher rangehen, da der Muskelbauch auch näher an die Kniescheibe herangeht. Kreisförmige Bewegung in dem Bereich finde ich persönlich super angenehm. Du kannst es dann selbst probieren, ob du auch hier lieber hoch und runter fährst oder ob du da auch in eine kreisförmige Technik wechselst. Wenn ich die Ortogan vor dem Training nutze, dann erhöhe ich auch noch für einen kurzen Augenblick die Intensität und starte mit der höheren Stufe, um den Muskel dann nochmal richtig schön zu aktivieren, bevor ich dann in meinen Warm-up und in das Training selbst einsteige. Wenn ich nach dem Training in die Schmerzbehandlung gehe, möchte ich auch den Bereich knapp über der Kniescheibe, der Patella, ausarbeiten. Dafür nehme ich mir einen Spitzenaufsatz und dosiere hier wirklich gut meinen Druck. Ich starte mit einer niedrigen Frequenz, also der ersten Stufe bei der Ortho-Go, und gehe dort punktuell in diese Sehnenstrukturen rein. Mein Druck ist wirklich sachte. Ich drücke da nicht mit voller Kraft rein, sondern der Gang liegt eigentlich nur auf meinem Muskel locker auf, sodass ich die Sehnenübergänge vom Quadrizeps auf die Kniescheibe locker mit ausmassiere. Bei der Oberschenkelrückseite muss ich nicht so viel Fokus auf Bereiche legen, die problematisch sein könnten. Ich bleibe im Muskelbauch drin und massiere hier von oben bis unten aus. Wechsel auch hier von außen in die Mitte und dann nach innen und fahre großflächig mit der Gun hoch und runter. Hierbei kann ich auch in verschiedenen Stufen arbeiten. Wenn ich erstmal nur durchblutungsfördernd und entspannend arbeiten möchte, nehme ich Stufe 1. Wenn ich aktivierend, also vor dem Training, mit der Gun arbeiten möchte, dann erhöhe ich die Intensität und gehe hier auf Stufe 2, 3 oder höher. Damit die Patellasehne langfristig heilen kann, benötigt sie statische Belastung. Das kann ich mit zwei einfachen Übungen erreichen. Du brauchst ein Widerstandsband oder, wenn du in einem Fitnessstudio bist, einen Beinstrecker. Widerstandsband kommt an den Fuß, ich strecke mein Bein in eine statische, gehaltene Position aus und halte das für 15, 20 oder 30 Sekunden, je nachdem wie stark das Band ist. Ich wechsle auch zwischendurch mal in eine andere Position, um in verschiedenen Gelenkstellungen meine Patellasehne
zu aktivieren und zu trainieren. Für die zweite Übung brauchst du nur eine Wand. Du lehnst dich mit dem Rücken an die Wand, gehst in eine Hockeposition und hältst diese Position für die vorgegebene Zeit von 15 bis 30 Sekunden. Auch hier kannst du die Intensität verändern. Von leicht, indem du weiter oben bist, oder eben schwer, wenn du so weit runter gehst, wie ich gerade hier bin. Das war's mit diesem Video von Orthomechanik. Die Links zu den Produkten findest du selbstverständlich in der Videobeschreibung. Leidest du unter dem Patellaspitzensyndrom oder willst vorbeugen? Schreib es gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf einen aktiven Austausch.